Kraftwerkstrategie. Das ist wieder so ein großes Wort, das nach Wumms klingen soll. Doch handelt es sich wirklich um eine Strategie, wenn die Regierung mit Steuermilliarden Probleme bekämpft, die sie zum Teil selbst geschaffen hat? Ich meine, es war die ideologiegetriebene Energiepolitik der Grünen, die uns Rekordstrompreise beschert hat. Die Wirtschaft ächzt, ganze Branchen, egal ob Auto, Chemie, Glas oder Papierindustrie, stehen vor massiven Stellenstreichungen. Wenn die überhaupt noch investieren, dann künftig lieber in Ländern, die tatsächlich eine Strategie verfolgen, in denen Energie nämlich verlässlich günstiger ist. Deutschland ist mittlerweile die einzige große Industrienation, deren Wirtschaft schrumpft. Die Ampel hat es mit ihrer abenteuerlichen Energiepolitik geschafft, die einstige Konjunkturlokomotive Europas zum Stehen zu bringen. Und jetzt sollen es Gaskraftwerke in Dunkelflauten regeln? Klar werden die wasserstofffähig sein, doch jahrelang müssen sie dann zum Teil auch mit immens teurem Flüssiggas aus Katar oder schmutzigem Frackinggas aus den USA betrieben werden. Die Frage, wo schnell ausreichend viel bezahlbarer Wasserstoff für diese Gaskraftwerke herkommen soll, kann nämlich niemand in dieser Koalition beantworten. Der Ampel fehlt eben eine Strategie und kein Wunder, es fehlt ihr deshalb momentan auch das Vertrauen der Mehrheit der Wähler. Glauben Sie, dass die Menschen in diesem Land Ihnen noch vertrauen? Der Bundesregierung? Ihnen persönlich, dem Bundeswirtschaftsminister? Ich hoffe, dass Sie es mir nicht krumm nehmen. Ich finde das völlig irrelevante Fragen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert Sie nicht? Nein.